Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill Origins. Wir haben in der letzten Folge den Staff. Dann bleibe ich erstmal in der Alternative. In der Alternative, in unserer Welt quasi. Dann schaue ich mal eben, bin ich jetzt? Und dann einfach geradeaus. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir dann hier in der Welt tatsächlich auch schon rüberkommen. Das wäre ja cool. Da bin ich ja mal gespannt. Den haben wir ja in der letzten Folge gefunden auf dem Klo. Haben eine komische. Entschuldigung. Wir haben uns gerade am Arm gepiekt. Oh nein, ich habe Angst. Oh, ich stehe so auf sowas. Auf diese übelst manipulative Kameraperspektive. Das ist so saugeil. Nur alte Textbücher, Berichte und Magazine. Nichts, was ich gebrauchen kann. Und ein Energy Drink. Kann ich leider auch nicht lesen. Schade, aber oh, so voll alt noch eingerichtet. Ich weiß gar nicht, wann spielt das denn? Lucy. Alter vor Schönheit. Wir müssen drei Frauennamen wahrscheinlich finden. Alter vor Schönheit. Und dann von alt nach junge vielleicht. Wisst ihr? Denn, wie gesagt, das weiß ich nicht mehr. Einen Toaster, okay. Und einen Examensraumschlüssel. Ich glaube, das ist ein bisschen komisch übersetzt. Umbau. Wie Sie wissen, ist das bei der Renovierung. Was? Ist es bei der Renovierung der oberen Etagen zu Problemen gekommen? Das Leck in den Rohrleitungen sowie das verwendete minderwertige Material haben uns dazu gezwungen, die dritte Etage bis auf Weiteres zu schließen. Das erinnert uns an das vertraute Sprichwort: Sowas kommt von so. Was? Sowas kommt von sowas? Ich glaube, im Englischen macht das wahrscheinlich auch wieder mehr Sinn. Uns stehen nun weitere 6 Monate Bauarbeiten bevor, die unsere Kapazitäten für das kommende Jahr reduzieren werden. Wir müssen daher unsere Ausgaben für die Patientenbetreuung und Arzthonorare um 50% reduzieren. Boah. Krass. Das ist krass. Aus diesem Grund bitten wir die Ärzte, möglichst wenige Patienten stationär einzuweisen. Ja, noch krasser. Sofern sie nicht in ihren Armen im Sterben liegen, wird nicht eingewiesen, krass. Mitarbeiterfeier. Keine Sorge, die Mitarbeiterfeier findet weiterhin statt. Unser Freizeitbudget ist unantastbar. Oh, was für Wichser. Wir alle treffen uns am Freitag um 20 Uhr in Annie's Bar. Alkohol, medizinischer natürlich und Speisen sind umsonst. Kommen Sie früh, um eine Auszubildende abzubekommen. Die sind schnell vergriffen. Oh, voll eklig. Sonst geht's noch, ne? Voll daneben einfach nur. Ja, das wissen wir. Da ist auch nichts. Ja, dann würde ich sagen, raus. Ich glaube, diese Sachen wie Toaster, Fernseher und so. Ich kann natürlich mal eben gucken. Genau, die so ein Sternchen haben. Das sind so Einmalwaffen quasi. Ich glaube, da ist die mit am effektivsten, beziehungsweise der Aktenschrank noch. Ist hier nichts. Da müsste ich wahrscheinlich, kann mal eben kurz gucken. In den dritten. St ich habe nie die hier. Ach, stimmt. Wie könnte ich auch? Weil da plötzlich die Katze losging. Oh, schade. Mal schauen. Dann ist hier soweit alles klar. Gibt's. Ich habe noch gar nicht versucht, die Lobby. Aus der Lobby rausgehen. Nee, dann gehen wir zurück aufs Damenklo. In die Alternative und dann werden wir unten. Ich glaube, den Examen. Moment. Examen. Da können wir doch jetzt auch noch rein. Dann wollen wir den auch noch ausprobieren. Wobei, ja, ich kann mir vorstellen, dass wir die dann. Wo waren hier? Da war auch ein Schild an der Decke dafür. Glaub. Oder hier? Nee, das sind die Stairs. Ich denke mal, wir müssen die hier wahrscheinlich öffnen, damit die auch in der Alternativen geöffnet sind. Jawohl, hier ist nämlich endlich das Rätsel in Bezug auf das, was wir letztens gefunden haben. An das gesamte Personal. Es ist untersagt, mein Büro ohne meine ausdrückliche Genehmigung zu betreten. Dr. Kaufmann, den wir schon getroffen haben. Und wir nehmen eine Schreibmaschine mit, weil das einfach voll die effektive Waffe ist. Boah, das kannst du gar nicht lesen. Sarah 19 steht da, glaube ich. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir eigentlich gleich zurück. Wisst ihr wohin?
Ach, das ist noch harmlos, ganz ehrlich. Wenn wir sowas so mal so richtig sehen würden und so, dann. Genau. Ja, da fehlt uns aber noch so einiges. Ich hoffe, ich werde das richtig machen, denn ganz ehrlich, irgendwie bin ich so anatomisch nicht so ganz fit, sag ich mal. Da weiß ich gerade leider nicht so wirklich, wie es richtig zu machen ist, aber hey, die Tür ist kaputt, verschlossen. Einen Moment, ist das hier nicht? Nee, das ist eine Waage. Wäre aber auch eine effektive Waffe. Ich glaube, wir können später noch einen Infusionsständer mitnehmen, voll. Wobei, doch, so zum Zustechen, so. Wie das Messer. Ist doch sehr nice. So, dann würde ich sagen, zurück auf das Damenklo. Ab in die Alternative. So, dann rüber. Und dann wollen wir das Herz mal befreien. Voll dramatisch einfach nur. So, das ist. Nee, Etage weiter oben. Nee. Das heißt erstmal links rum. Zurück. Ich hoffe, die Gegner sind nicht wieder da. Wie gesagt, da habe ich echt keinen blassen Schimmer, wie das da genau war. Oh! Ja, voll die Terrormusik einfach erst. Aber so BÄM! In your fucking face. Ab nach oben. Wo? Ja, ich gehe nach oben, oder? Ich gehe nach oben. Jawohl, ja. So. Dann durch da. Karte bitte. Ich finde die Ladezeiten echt heftig in dem Spiel. Ist zu schade. So, das war. Ja. Einfach ab in die Richtung, dann sind wir schon richtig. Ist ja noch easy. Sowieso, ich glaube, hier noch der Abschnitt, der ist auch sogar noch recht einfach. Das wird später ein bisschen tougher. Aber egal. So, Alter vor Schönheit heißt es. Das heißt 31. Drei, eins, zwei, drei, eins. Oh Gott, voll anstrengend. Cool. Ein Plastikherz gefunden. So, dann haben. Nee, ich glaube, mir fehlt noch sowas wie die Milz oder so, oder? Ich weiß es nicht. Wir könnten. Hi, ey, ey, fick dich, nein, piek, stirb. Oh Scheiße, mein Skalpell ist kaputt gegangen. Stirb. Jawohl, ja. Die Jos, mal share. So, aber das heißt jetzt, ich will nochmal lieber double checken. Hier ist es soweit, ja. Das heißt, wir müssen definitiv nun unten weitersuchen. Und ja. Okay, alles klar, gut. Dann würde ich sagen, immer weiter ins Verderben. Ab nach unten. Ich bin gerade am Überlegen, was ich finde. Ich habe ja keinen Fernkampf. Das ist so ein bisschen schade. Ja, weil die hält auch nichts aus. Sieht immer die Alkoholflasche. Ich glaube, die war ganz gut. Glaube ich. Muss nicht stimmen. Vor allem nicht, wenn ich nicht treffe. Bam! Oh, Alter. Jawohl. Ja, du darfst auch gern nochmal. Ah, nee, die ist dann schon komplett down. Krass. Aber irgendwie. Ja, ich wollte gerade sagen, wieso konnte ich denn nicht noch nachtreten? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jawohl. So, komm, jetzt. Bam, bam, bam. Ja, endlich. Breche den unteren Rücken der alten Dame. Die Arme. So, komm. Auf. Wir haben nicht ewig Zeit. Genau, denn wir sind noch nicht hier durch gewesen. Was? Das ist natürlich jetzt. Jetzt bin ich verwirrt. Ich hatte eigentlich gedacht, ich bräuchte noch mehr für die Puppe. Nee, komm, dann. Gut, dann gehe ich mal eben zurück. Ich gucke mal, ob ich schon alles einsetzen kann. Ein paar Reinigungsmittel. Ja, Kamera, ich möchte bitte hier raus. Ich möchte nicht auf ewig auf der Toilette bleiben, was, wenn ich hier erwischt werde. Ich glaube, dann fange ich mir erstmal eine. Das war in welche Richtung? In die richtige. Genau, alles klar. Gut.
Oder bin ich gerade bei einem anderen Rätsel? Aber ich dachte irgendwie, ich bräuchte mehr. Aber da kann es auch sein, dass ich schon wieder spiele. Ah, nee, warte mal. Ich glaube, ich erinnere mich. So, okay, Leute. Das ist das Herz. Was ist das? Leute, ich habe keine Ahnung. Vielleicht. Oh Gott, jetzt ist es voll peinlich. Was habe ich denn? Was, wie mache ich das denn? Wo klickt man denn die hin? Hier so? Ja, so ungefähr. Ist dann hier vielleicht meine Leber? Okay. Und die werden dann geschützt vielleicht von den Gedärmen. Ich habe keine Ahnung. Das sorgt was? Ein anderes Organ ist noch im Weg. Okay, gut, dass sie diese Hilfestellung geben. So, okay. Okay, vielleicht muss ich das alles rausnehmen und die kommen einfach dahinter. Seht ihr mal, wie sehr ich in Biologie aufgepasst habe. So, dann war aber der Rest, glaube ich, richtig. Und dann kommt das Herz und dann die Lungen. Oder? Das erscheint mir irgendwie sinnvoll. Hoffentlich. So. So, Herz sitzt links. Also hier so ungefähr. Voll in der Mitte, okay. Ich dachte immer, unser Herz sitzt ein bisschen weiter links. Hör auf. Danke, danke. Ah, alles klar. Ich weiß, wo es hingeht. Oh, das ist eklig. Ja, ich gehe jetzt nochmal speichern. Ich bin bei sowas wirklich voll paranoid einfach, weil ich voll in die falsche Richtung laufe. Weil ich habe hier keine festen Speicherpunkte. Ich hoffe, ihr verzeiht. Das war natürlich jetzt mal richtig nice. Ja, dann müssen wir jetzt zurück zu dem Rätsel. Ja, selbst der Blinde braucht Augen, um die Zukunft zu sehen. Welche Zukunft? Was hatte er eigentlich in seiner Vision nochmal gesehen? Ich glaube, das war aber eher ein Flashback, das am Grab von wem auch immer. Ja, ein bisschen schneller. Ah, bisschen schneller, bitte. Danke. Dann ab in die Alternative. Naja, kommen wir wahrscheinlich. Ja, gut. Ich will nicht zu viel wegnehmen. Ich möchte dauernd dieses und jenes sagen, aber das kann ich ja nicht machen. Wobei ich frage mich gerade, wer für wen von euch ist das Spiel eigentlich jetzt hier blind? Das ist ja schon auch schon so alt eigentlich. Von daher wird es wenig wundern, wenn es einfach schon zu viele kennen. Oh, die Musik und sofort wieder Stille. Und einfach nur schlimm und grausam und. Was zur verfickten Weg! Da will ich hin. Danke. Oh, ich blinke? Ich glaube, ich muss mal einen. Ah. Okay, nee. Wo sind meine Gegenstände? Einsetzen. Durch da, danke. Nicht angreifen, noch nicht, okay? Noch nicht. Wir haben noch eine Alkoholflasche, ja. Ausrüsten, danke. Oh, fick dich. Nein, 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 nein. Was? Und die zerbricht dann einfach, wenn sie dich angreift. Was für eine. Komm her, komm. Schlag sie kaputt, die dumme Kuh. Bam. Jawohl. Und nochmal, nochmal. Wobei die eigentlich ganz hübsch anzusehen sind. Aber ich muss auch sagen, hier sehen sie zumindest auch immer noch ein bisschen gruselig aus. Also ich fand, in Homecoming waren sie dann doch schon zu attraktiv. Wie sind wir jetzt hier gelandet? Oh nein, da liegt wer.
wer bist du? Oi. Oi. Sie ist aufgeschlitzt und ihre Augen fehlen. Was für eine Art Monster kann sowas tun? Fragst du dich, obwohl du selber schon selbst in die Hölle hinabgestiegen bist? Ja. Das klingt vernünftig. Alles gut. Ich liebe immer die Intelligenz von den Silent Hill Charakteren. Die ist so, wow, so, unübertroffen. Das sieht eklig aus. Wie diese komischen Wände, wisst ihr, die ihr so aufschneiden konntet in Silent Hill? Homecoming. Warum? Warum? Nein, nein, nein. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Was ist das? Nein, 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 nein. Nein, nein. Boah, wie ich einfach jetzt schon sterben werde, ich sehe schon kommen. Pauk! 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 Jawohl, gerne. Und nochmal. Nein, das war schlecht. Oh, ja. Einfach da mal voll manly, einfach mit meinen Fäusten. Und jetzt tritt drauf, tritt drauf. Tritt! Tritt! Jawohl! Und nochmal, wenn es nur. Wenn nicht ist, okay, scheinbar nicht. Das ist ein Teil des Flaurus, glaube ich. Zukunftsobjekt. What is this? You. What was that thing? This isn't happening. Are you okay? Sorry, did I startle you? My name is Lisa. I'm a trainee here. Are you waiting for someone? No. No, I'm just... Well, I'm done here. Name's Travis. Nice to meet you, Lisa. You sure you're okay? You look a little shaken up. Sorry. No, it's okay. To be honest, I've been a little off all day. I was in a fire last night. I think it boiled my brain a little. The fire in the business district? How awful. I heard about that. No one knows how it got started. And that poor girl, Alessa Gillespie, to die like that. Alessa? She died? Yes. Sorry, did you know her? No, but... Never mind. Well, I have to run. Dr. Kaufman wants to meet me over at Cedar Grove Sanitarium, and he'll be mad if I'm late. Maybe see you around? Take it easy, Travis. You too, Lisa. Oh Gott, wie die rumläuft, ey. Das Sanatorium, ja. Ich glaube, es wird definitiv ein zweites Treffen geben. Und angeblich ist die gute Alessa Gillespie gestorben. War ja doch kürzer der Abschluss. Ich habe gedacht, das wäre ein bisschen mehr hier im Krankenhaus. Aber gut, dann würde ich sagen, Leute, war es das für heute mit Let's Play Silent Hill Origins. Wir werden in der nächsten Folge uns zurück auf die Straßen von Silent Hill begeben. Und mal schauen, wo uns der Weg hinführen wird. Oder wir folgen einfach mal. Na, Lisa, wäre auch eine Möglichkeit. Also bis dann. Darkness knew you.